Wir sind heute an einem besonderen Ort, im 7. Wiener Gemeindebezirk, dem Neubau. Unweit der St. Ulrichskirche Maria Trost. Und bei alledem sozusagen über den Dächern von Wien. Zugleich befinden wir uns aber auch unweit eines Dodererortes, denn jenseits der Kirche liegt eine Gegend, der Hermite von Dodera einmal einen Essay gewidmet hat. Der Spittelberg, ein Ausgeh- und Amüsierviertel von Wien mit sozusagen jahrhundertealter Tradition. Für Dodera war es einer der, wie er sagte, enteren Gründ. Und so lautete denn auch der Titel seines Essays in einem repräsentativen Textbildband von Wien. Neben mir sitzt heute Rudolf Voiter. Er hat als Autor von Kurzgeschichten unter anderem für die Welt und die Presse in den 70er Jahren begonnen, dann aber eine Karriere als Journalist, Kritiker und Kolumnist gemacht. Für 2 Jahre war er auch der Herausgeber des Wiener. Inzwischen ist er aber wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und arbeitet als literarischer Autor. Bisher erschien im Berliner Querverlag ein Kriminalroman unter Pseudonym Sebastian Benedikt, und zwar mit dem Titel Operation Fledermaus. Im Rahmen unserer Reihe Ein Autor liest aus Doderers und eigenen Werken, wird er heute ein paar Passagen aus dem Roman Die Wasserfälle von Sloan lesen. Im Zentrum dieser Passagen steht in jedem Fall der junge Herr Münsterer. Da diese Passagen im Roman verteilt stehen, sei hier für alle, die die Wasserfälle von Sloan noch nicht kennen, ein wenig Kontext ergänzt, sozusagen die Ausgangslage. Wir haben eine Figur mit Namen Kwostik und er teilt eine Wohnung mit 2 Prostituierten, die dort ihrer Arbeit nachgehen. Die eine in einem Zimmer zur Rechten, die andere in einem Zimmer zur Linken. Das ist sozusagen die Ausgangslage. Dann geschieht nacheinander Folgendes. Herr Kwostik übersiedelt in eine andere Wohnung und die beiden Prostituierten geben ihre Arbeit auf und verlassen Wien für immer. Die Hausmeisterin, der nun diese ganzen Sperrgelder entgehen, die die Kunden ja immer gegeben haben, versucht, die Ausgangslage mit neuem Personal wiederherzustellen. So viel zur Ausgangslage. Herr Voiter, ich darf Sie bitten, Ihren Leseplatz einzunehmen. Hermite von Dodera, die Wasserfälle von Slunje. Münsterer, des Knollengewächses Wehwerker Stiefsohn, war ein wohlgewachsener, schlanker junger Mann und lebte mit seinem Vater, eigentlich der Hausmeister, und dessen zweiter Frau, horribile Dictu, Schreckliches zu sagen, in drangvoller, troglodytischer Enge. Der Vater und Hausmeister trat kaum in Erscheinung. Er war um einige Jahre älter als horribile Dictu und lehnte irgendwo versoffen herum. Nur dann und wann zeigte er Spuren einstmaligen Lebens und schimpfte etwa im Flur hinter Hausparteien her, die ihn gar nicht kannten, denn die Wehwerker hielt ihn meist unter Verschluss. Und er hatte, nach solchen seltenen Auflehnungen, sehr unter giftigen Verätzungen durch das Knollengewächs zu leiden, welche im Zornesfall von äußerster Bösartigkeit sein konnten. Auch entzog ihm die Wehwerker dann stets den Wein, und er wurde in eine Kammer gesperrt, die an den Lichthof grenzte. Dort hielt sie ihn oft mehrere Tage. Münsterer verteidigte den Vater nicht. Der Unsegen, welche dieser durch das Knollengewächs in des Sohnes Jugend hereingebracht hatte, einen Hausmeisterposten, eine dementsprechende Wohnung und einiges Weintrinken erheiratend, schien dem Sohne so fluchwürdig, dass er dafür den Alten jedwege Hundzung von Herzen gönnte. Nun war dieser Münsterer 19 Jahre alt geworden und hatte seine Praktikantenzeit bei der Post hinter sich gebracht. Nunmehr Manipulant war es doch bei so geringen Bezügen, dass sie ihm ein selbstständiges Existieren außerhalb der troglodytischen Höhle und Hölle nicht ermöglichten. Er verdiente noch weit weniger als einst Schwostig bei Döberissi zu jener Zeit, als seine Eltern starben. Aber dieser war im Besitz einer eigenen Wohnung gewesen und war es noch. Damit erscheint Münsterers Verhältnis zu Kwostik fixiert. Dieser wohnte, jener hauste, hatte nicht mehr als ein Bett, wir kannten es, teilen aber keine Einzelheiten darüber mit.
Es war des jungen Münsterer Antlitz derart, als hätte die Natur plötzlich wütend geworden, da hineingegriffen, oder aber als sei eine alte, aus vielerlei kleinen Grauslichkeiten durch lange Zeit zusammengeronnene Schande plötzlich an Tag gekommen. Derartige Leute laufen alle Zeit viele herum, jedoch während die meisten Menschen, welche wir kennen, mit den Jahren immer ordinärer aussehen, verhielt es sich mit Münsterer ganz gegenteilig. Das durch den Zornesgriff der Natur verunstaltete Antlitz heilte, es fügte sich gleichsam neu zusammen. Er mied die elterliche Höhle, so viel es nur vermochte, da er vom schmalen Gehalt sein Wirtschaftsgeld erlegte und nur wenige Gulden und Kreuzer im Monat für sich behielt, war er ein gewissermaßen selbstständiger Mensch und das Knollengewächs konnte eine disponierende Autorität über ihn nicht mehr in Anspruch nehmen, sollte man glauben. Nun gut, aber inzwischen hat sich bereits die Frage erhoben, wie denn der Wehwerkergatte Horribilidictum Münsterer heißen konnte und warum sie nicht auch so hieß. Ja, doch, sie hieß, aber nur auf dem Papier. Sie war nun seit bald 30 Jahren hier die Hausmeisterin. Sie war die Wehwerker und sie blieb's. Münsterer hingegen, soweit man ihn überhaupt kannte, erschien als später Zuzögling. Es gab Leute, die ihn Herrn Wehwerker nannten, und das verdiente er auch. Ein gehausmeistertes und somit entehrtes Individuum, das sozusagen unter der dicken Flammenschichte seiner Schmach ganz versunken war und nur mehr knapp mit den Nasenlöchern daraus hervorsah, sodass es eben noch atmen konnte. Der Sohn indessen wurde Herr Münsterer genannt. Noch war er ja nicht mit solcher Schmach bedeckt. Dieser also hauste, jener Chwostig wohnte. Es gehört aber zu den Eigenheiten unserer Komposition hier, dass die Sachen alle doch irgendwann einmal so weit kommen. Münsterer hat späterhin, wenn auch nur durch kurze Zeit, in Chwostigs Wohnung gehaust. Weiter brachte er es damals, selbst unter einst zu ersehnten Umständen, nicht in Chwostigs Bett geschlafen, ja, auf dessen Matratzen, flankiert mehrmals von Finny und Feferl samt diesbezüglichen Partnern und freilich in unbeschreiblichen Gefühlen. Diese bezogen sich jedoch nicht auf die amtierenden Weiber nebenan, sondern noch immer auf den zurzeit gar nicht mehr vorhandenen Chwostig. Nun, jetzt war er noch da. Münsterer grüßte ihn respektvoll, wenn sie einander im Hausflure begegneten, und stets war ihm freulich und zeremoniös gedankt. Und jener entschwand nach oben, wo er wohnte, Münsterer aber versank nach unten und saß auf seiner von uns geflissentlich nicht beschriebenen Lagerstätte nieder. Die Decke war ein grauer Kotzen genug, es könnte einem das Kotzen kommen. Heute Stille, wohl auch enge, jedoch war sie nicht drangvoll, die Höhle leer. Vorne beim Abgang eine Lampe, hier im hintersten Auslaufe des Boxhorns, wohin ein Münsterer gejagt worden war durch des Vaters Verhausmeisterung, Consergificatio, war es fast dunkel. Horribilidicto und ihr mit Schmach bedeckter Torkel waren heute zu zweit im Beisel, dort, wo Chwostigs Vater einst Kellner gewesen. Der Sparverein des Bezirks hatte seine Sitzung, seinen Tag. Vorstädtische Gepflogenheiten, man zahlte durchs ganze Jahr ein und vor Weihnachten ward ausgeschüttet. Damals schon waren diese Sparbeträge nationalökonomisch gesehen beachtlich, heute sind sie enorm. Der Torkel dürfte bei solchen Sitzungen im Wirtshaus fast nichts trinken, nur ein Achter. Zu Hause bekam er dann erst Bier, dann Wein, umso leichter war er aus dem Beisel wieder wegzubringen. Die Wehwerker ließ ihn daheim volllaufen und ohrfeigte ihn sodann vor dem Schlafengehen, aber ganz ohne jeden Streit oder Anlass, in aller Stille, mochte man sagen. Münsterer Vater tobte gar niemals, nur Brabbeln und leises Grunzen. Die Wehwerker aber hatte, das muss nun einmal eingeräumt werden, auf ihre Art ein gewisses Format. Münsterer saß auf dem grauslichen Bettlein. In ihm, in seinem Inneren, stieg noch Chwostig die Treppen empor, dorthin, wo er wohnte, überstieg ihn, wie so oft schon. Dieser Vorgang in Münsterer war, wenn auch nichts als das Abbild einer äußeren Wirklichkeit, die jedermann sehen konnte, doch ein tief geheimer.
Zum ersten Mal heute aber stemmte er sich dumpf gegen diese Ziehung wie ein Hund, welcher der Leine entgehen will. Und er spürte durch Sekunden die Hundsnatur seines Vaters in sich und zugleich die Verehrung für Chwostik, die sich in ihm wie ein Spalt öffnete, welcher tiefer ins eigene Innere hinabreichte, als ihm bisher je wissentlich gewesen. Aber gerade dies befreite doch wieder von dem Vater und der Wehwerker und dem grauslichen Bett und dem Geruch nach Petroleum, der jedes Mal gleich zu spüren war, wenn man vom Hausflur in die Unterwelt abtreppte und an der Lampe dort vorbei musste, am widerlichsten bei Tage, wenn dieser Lampengeruch kalt war. Am Porzellanballon, welcher das Öl enthielt, klebten kleine Fliegen und sommers die Nachtschmetterlinge. Aber es geschah obendrein noch Chwostiks Häutung, nämlich seine Neueinkleidung. Ab jenem Abendessen bei Kletens, von welchem Münsterer freilich nichts wusste. Damals brachte Münsterer in Erfahrung, wie alt Chwostik eigentlich sei. Aber der nicht viel mehr als 10 Jahre betragende Unterschied entschuldigte dem Münsterer nicht die troglodytische Zurückgebliebenheit der eigenen Person. Auch ein Seitenblick auf sein jugendliches Alter vermochte es kaum. Seit der Häutung wurde Chwostiks Wirkung, die Ziehung zu ihm hin und dort hinauf, übermächtig. Münsterer, wenn er heimkam, betraf sich jetzt dabei, dass er die letzten Schritte bis zum Haustore so dahinging, als ob er Chwostik wäre, und auch das Haustor in langsamer Weise aufstemmte, wie dieser tat. Seit der Häutung begann Münsterer viel Sorgfalt auf seine äußere Erscheinung zu verwenden, innerhalb der engen Grenzen seiner Möglichkeiten dazu. Und eines Tages zerrte die Wehwerker, die es längst ad notam genommen hatte, Geheimstes ans Licht und sagte in der Küche, wo man aß und zugleich die Lampe roch, »Hast der Menschel, dass du allerweil an dir um einen anschleckst?« Wehwerker heißt auf Deutsch das Eichhörnchen. Mit einem solchen hatte das formatige Knollengewächs wahrlich nichts Gemeines, sei denn das scharfe Gebiss, mit welchem es den Torkel zernagte. Aber es heißen ja auch Frauenspersonen Margarita, also Perle, die man nur rasch vor die anderen Säue werfen möchte, oder Rosa, obgleich einem da mitunter ein einziger Dorn entgegensteht und sonst nichts. Warum Chwostik ihr eigentlich nichts davon sagte, als er noch vor dem 1. Mai auf Anraten des Herrn Dr. Eppinger in einem formellen Schreiben an den Hausherrn seine Wohnung aufkündigte, vermögen wir selbst nicht genau anzugeben. Es wurde von ihm wohl für überflüssig gehalten. Die Hausmeisterin bekam er so oft nicht zu Gesicht und in die Unterwelt abzusteigen wäre ihm nie eingefallen. Zwischendurch einmal lehnte der Torkel besoffen im Hausflur und schimpfte Chwostik nach, während dieser die Stiegen zu steigen begann. Vom ersten Absatz konnte er jetzt bei der Wendung die Wehwerker gesehen werden, welche aus dem Loch hervor den Torkel mit ihren Klauen ergriff und hinabzerrte. Die Wehwerker, als sie soweit ihre Nase über den eigenen Unrat hinaus und in das Blatt gesteckt hatte, welches sie von Chwostik in der Hand geblieben war, um zu begreifen, was da nun wirklich vorlag, die Wehwerker berstelte sich unverzüglich vor sich selbst als Hausmeisterin auf. Sie hausmeisterte sich, möchte man fast sagen, genau und lateinisch, Consergificatio sui ipsius, und disponierte taktisch in der neuen Lage. Demzufolge wurde Münsterer, als er abends vom Postamte heimkam, nach oben disloziert, welche Maßnahme einen deutlichen Beischuss von Verantwortungsbewusstsein und Moralität zeigte. Die Madeln können sie ja oben nicht allein nicht bleiben. Und so verließ er sein grausliches Bett, landete per sofort in je demjenigen Chwostiks als hausmeisterisches Aufsichtsorgan. Doch war er dessen nicht froh. Draußen im Vorzimmer brannte einsam die Petroleumlampe, um Fini und Feverl auf ihren Amtswegen zu leuchten. Noch hörte man die Frauen nicht, aber Münsterer krümmte sich in seiner eigenen Lächerlichkeit, als er jetzt daran dachte, dass er versucht hatte, Chwostik nachzuahmen. Beim Aufstemmen des Haustors, wie man sich vielleicht erinnert. Nein, so einfach war das nicht. Auf solchem kurzen Wege konnte man kein Chwostik werden.
Nun lag er im Bette seines Idols als ein gehausmeistertes und somit entehrtes Individuum. Und Rostig war entschwunden. Jetzt hörte Münstere, wie sich ein Schlüssel ins Schloss schlich. Er warf sich im Bett auf den Bauch bis in das Kissen und winselte leise. Es war die Hundsnatur des Vaters, was aus ihm klagte. Kehren wir zu Münsterer zurück, bei dem nach Abzug der Weiber und eben durch diesen Abzug nichts besser geworden war. Justament dies aber hatte Münsterer erwartet. Es erscheint paradox, dass ihm gerade die Weiber, welche ihn links und rechts flankierten, ein Hindernis seiner, sagen wir einmal, Chwostig-Werdung darstellten. Dem eben jenes Chwostig hatte sie doch durch viele Jahre zu beiden Seiten gehabt. Er schlief schlecht. Er lag oft mit dem Gesicht nach unten und presste es in das Kissen. Morgens um 5:30 hörte er das Rollen des Güterzuges und einen Pfiff. Dies war neu. Es gab ihm Hoffnung. Er konnte hier die Fenster offen haben und hörte den Zug, den er von seinem Bettwinkel rückwärts im Boxhorn der Troglodytenhöhle niemals gehört hatte. Er hörte den Zug, er spürte die frische Luft. Münsterer, seit er nicht mehr nur auf dem Bauche lag, seit er nicht mehr nur wegwischen und austilgen wollte, was ihn da umstand, sondern es als stehend und seiend wahrnahm, als gegebenen Umstand eben, Münsterer erkannte nunmehr doch auch die Vorteile seiner Lage. Wohl, er war Gehausmeister, der war nichts als ein Exponent und doch noch immer ein Sudelküchenesser, aber doch wartete kein grausliches Bettlein in der Enge und Finsternis tief im Boxhorn, sondern ein eigenes Zimmer. Er konnte abends die Troglodytenhöhle verlassen und hier heraufgehen. Hier sitzen, bei selbst gekaufter Kerze, die Lampe vermied er. Er fügte sich. Das war entscheidend. Wer es versteht und den Weg weiß, der lebt auch in der Hölle behaglich. Eines Abends, als er wieder hinaufkam, leuchtete im Vorzimmer wie einst wie eh und je die Petroleumlampe mit dem breiten Fuß. Sie roch auch, warm und rundlich, sanft und doch penetrant. Münsterer blieb hier im Vorraume stehen und versank in Nachdenken. Es war das Beste, was er tun konnte. Sodann ging er mit leisen und raschen Schritten an die Tür des rechter Hand benachbarten Zimmers und lauschte. Es blieb vollkommen stille. Das Vorzimmer schwamm in laulichem Lampendunst. Er drückte langsam die Klinke der Zimmertür und öffnete diese. Der Raum lag gleichfalls erleuchtet von einer kleinen Stehlampe, die herabgeschraubt war und stark roch. Münsterer ging nach links und fand im anderen Zimmer den gleichen Sachverhalt. Er sah einen mit Wachstuch bezogenen Divan, den ein weißes Leintuch bedeckte. Der hölzerne, aufklappbare Waschtisch war geöffnet, daneben stand ein emaillierter Eimer. Nach solchen Konstatierungen zog sich Münsterer sogleich auf das ihm allein vorbehaltene Terrain zurück. Er entzündete seine Kerze und eine Zigarette, was ihm sehr gut tat, versperrte die Tür und betrachtete erstaunt und erfreut eine perfekte Einsicht, die er aus dem Vorzimmer mitgebracht hatte. Dass nämlich nur die einer jeweiligen Lage angemessenen Verschärfungen irgendwohin zu führen vermögen. Er war voll guten Vertrauens. Er ging zu Bett und hörte es nicht mehr, als sich ein Schlüssel ins Schloss schlich. Münsterer sollte nicht enttäuscht werden. Kaum eine Woche, nachdem die Wehwerker wieder Weiber in Chwostigs einstmalige Wohnung introduziert hatte, etwa wie man Krebse setzt in einen Bach, erhielt er seine Einberufung zum 3-jährigen militärischen Präsenzdienste. Als tauglich war er schon vor dem befunden worden und wurde zum K&K Infanterieregiment Nummer 84, Ergänzungsbezirk Wien und Niederösterreich, assentiert. Er ist nie wieder in die Adamsgasse zurückgekehrt. Dies nehmen wir triumphal vorweg. Jedoch nicht ohne Hintergedanken. Der Augenblick ist da, wo die Wehwerker aus der Komposition hinausgeworfen werden kann und mit ihr die ganze Adamsgasse. Sie ist ausgestorben. Liegt sie nicht wie ein verlassener Termitenbau im kalkigen Licht dieses heißen Julinachmittages mit geschlossenen, blindspiegelnden Fensterreihen? Man sieht kein Grün.
Nur den Himmel darüber, der vom Quellgebölk überzogen ist und die sommerliche Hitze beisammen hält, den Sommerkerker der Stadt abschließend mit gewölbter Glocke. Und war denn diese Adamsgasse überhaupt etwas anderes als ein trübes Gewölk, daraus uns schwostig emportauchte, als Aphrodite aus den Fluten? Schwostig Aphrodite? Eine durchgegangene Metapher rennt halt, wohin sie will. Aber die Wehwerker kann jetzt hinausgeschmissen werden und damit kommt der Augenblick, ein allzu selten, allzu kurzer, wo der Romanschreiber nicht an die Eigengesetzlichkeit seiner Figuren gebunden bleibt, sondern zuletzt noch mit diesen machen darf, was er will. Man denke etwa an den Abschied, der Fini und Feferl erteilt worden ist. Doch diesmal darf von Patschen oder Filzpatschen keine Rede sein. Gönn es, o Leser, dem Autor, gönn ihm den Hochgenuss zweier geradezu ungeheuerlicher Ohrfeigen, durch welche die Wehwerker aus dem Buche hier hinaus und blitzartig bis an den Horizont befördert wird, wo sie platzt und grauslich zersprüht. Und es soll uns ganz gleichgültig sein, wie sie das jetzt mit Hostigs ehemaliger Wohnung macht und dem Mietverhältnis. Münsterer ist für sein Teil in ein solches gar nicht eingetreten. Wie wird man eine Dodera-Figur? Zuweilen geradezu zufällig, sozusagen en passant. Im Fall der Münsterer-Figur in die Wasserfälle von Slunj hat Hermite von Dodera uns das netterweise mitgeteilt. Im August 1954 notiert er Folgendes im Tagebuch und ich zitiere: Mir begegnete gestern auf der Straßenbahn ein Mensch namens Münster, den ich anfangs der 20er Jahre zuletzt gesehen hatte. Der Sohn einer damaligen Hausmeisterin in meinem Elternhause. Er sah 1923 physiognomisch noch übel aus, hat sich aber vorteilhaft entwickelt, was keine Kleinigkeit ist bei solcher Wiege. Münster erzählte mir, er habe heuer eine literarische Vorlesung von mir besucht, jene in der Staatsdruckerei. Insbesondere das Letzte dürfte wohl positiv vermerkt worden sein. Im März 1959 entschließt sich Dodera jedenfalls, aus Herrn Münster eine Figur zu entwickeln und erklärt uns dazu Folgendes. Der Münsterer, in seiner Lage, in seinen Möglichkeiten stehend, eigentlich noch liegend, ein Mensch, der Grässlichem entwächst. Und er ergänzt, wie ich. So viel als Kommentar zum jungen Herrn Münsterer. Herr Woiter wird uns nun eine längere Passage aus seinem gerade entstehenden Roman Zerfall der Lage vorlesen. Auch dort geht es unter anderem auch um das Hausmeisterwesen. Doch werden wir auch auf jemanden treffen, der uns bekannt vorkommen wird. Und, das darf ich schon sagen, Münsterer ist es nicht. Bitte, Herr Woiter, Ihr Leseplatz steht für Sie bereit. Gerüche im Haus. Zwar war die Pfarrwiesengasse 13 alles andere als eine der üblen Zinskasernen, deren Küchen zum Gang hin fensterten dorthin, wo auch die Aborte lagen, wodurch das Stiegenhaus notwendig zu einem olfaktorischen Inferno geriet. Dennoch war es auch hier unvermeidlich, dass sich beim Öffnen der Wohnungstüren die den Parteien jeweils eigentümliche Atmosphäre ins Allgemeine des Hauses ausbreitete. So etwa flutete, wenn Frau M., sie führte die Molkerei im Souterrain links vom Haustor, ihr Gewölbe zum Stiegenhaus hin öffnete, eine Woge säuerlichen Geruchs hervor, den sie dann an sich hochtrug zu ihrer Wohnung im Hochparterre und der, wenn sie darin verschwunden war, noch eine strenge Weile über den Stufen hing und ihn, so er ihren Weg kreuzte, an den Duft der Mutterbrust erinnerte, die freilich die einer Amme gewesen war. Und dann stand auch das weiße Kinderzimmer im Elternhaus unten am Kanal vor seinen Augen und der große weiß lackierte Tisch mit den runden Füßen, auf dem einst von emsigen Kindermädchen seine Windeln gewechselt worden waren, und an dem er seit seiner Heimkehr aus Sibirien jahrelang an seiner Seinswerdung als Schriftsteller gearbeitet hatte. Tagtäglich
dem polternden Unmut des Vaters über die Brotlosigkeit dieses Berufes ausgesetzt. Anders und dem fein tarierten Equilibrium seines Wesens weitaus bedrohlicher war jedoch der Odor, der bisweilen aus der Hausmeisterei rechts vom Ausgang drang und von dem sich, so einer das auf sich zu nehmen bereit war, auch nach vielfachem Einziehen der Luft durch die Nase nicht sagen ließ, aus welcher Quelle er sich speiste. In ihrer überwältigenden Sättigung rief diese gewaltige Blähung, die durch die geöffnete Tür tückisch und still hervordrang, Erinnerungen an die Tableaus der grausigen Grottenbahn vulgärer Erotik in der Adamsgasse wach, die den Gymnasiasten gewaltig verstört hatten und auch jetzt noch schwer ertragen wurden, wenn sie aus den tiefen Kavernen, wohin er sie verbannt hatte, unwillkommen hochstiegen. Treppauf, schon im ersten und deutlicher im zweiten Stock, war davon nichts mehr zu merken. Nur wenn die Hausmeisterin, die seiner Meinung nach passend zu ihrem Wesen den imperativen Namen Putz trug, mit Besen, Kübeln und nassen Fetzen säubernd zugange war, schwebte, ätzend beinahe und quälend lange, starker Schweißgeruch durch das ganze Stiegenhaus, was ihn stets veranlasste, möglichst rasch an die frische Luft zu flüchten. Das Universum der Dünste im Hause wurde komplettiert durch die Gewohnheit der Lyrikerin von Zeit zu Zeit, ohne dass dieses Auftreten kausal zu begründen gewesen wäre, im Stiegenhause mit einer Spritze aufzutauchen, wie sie die Billetteure in Kinos nach einer Vorstellung benutzen, um dem bevorstehenden Publikum die Illusion frischer Luft zu bescheren. Damit versprühte sie einige Stöße eines Duftstoffs minderer Qualität im Treppenhaus, aber keineswegs, wie schon angedeutet, um damit etwa gegen den beißenden Arbeitsschweiß der Hausmeisterin oder gegen die säuernde Milchverschleißerin anzutreten oder gar gegen den Broden, der in Sagen und Märchen dem Rachen von Ungeheuern hier aber der Hausmeisterwohnungen strömte, sondern ganz ohne erkennbaren Anlass. Solcher Art lag die Vermutung nahe, dass er sich einfach am Reigen der Gerüche im Stiegenhaus beteiligen wollte, weil aber ihre Wohnung jungfräulich steril nach gar nichts roch, sie sich eben der Duftpumpe bedienen musste, um auch eine Spur ihres Daseins zu hinterlassen. In dieser Kakophonie sich fallweisende auch überlagernder Gerüche blieb er selbst gewissermaßen mittellos, denn die mitunter alles andere als dezente Lavendelaura, die ihn umschwebte, wenn er das Haus verließ, vermochte gar nichts gegen die pestilente Übermacht der anderen. Den Lavendelduft hatte er erstmals an einem der Gäste seiner Eltern am Sommerhof wahrgenommen, einem nachmaligen Sektionsrat, draußen in der Natur abseits des Tennisplatz, wo der rundliche und reinliche Duft gegen die Aromen der Natur siegreich angetreten war. Wenig später, er war damals 15 gewesen, hatte er von diesem Sektionsrat ein Paket mit zwei in bergende Holzwolle gebettete Flakons dieses Herrenduftes geschickt bekommen und war ihm seither treu geblieben. Bedeutend übler als die Geruchsbelastung im Stiegenhaus war jedoch ein anderes Phänomen. Küche, Klo und Bad seiner Zimmerwirtin hatten Fenster nur in einen winzigen Lichthof, in seiner Bemessung kaum mehr als ein Schacht, in dem die Gerüche von ganz tief unten heraufstiegen, wie Rauch in einem Kamin. Und die Küche der Faber teilte diesen Schacht nicht mit dem säuerlichen Souterrain der N, sondern am Grunde dieses Schlotes kochte die Putz. Und wie schon angedeutet, war oft nicht zu unterscheiden, ob es aus der Küche heraufdampfte oder aus dem Abort. Ein Bad hatten Herr und Frau Putz nicht, und ob sie je in einer öffentlichen Badeanstalt gesehen wurden, ist nicht überliefert. Wohl aber die Mahnung der Faber an den neuen Untermieter, das Küchenfenster nur in äußerster Not, wenn beispielsweise etwas angebrannt war, in der Pfanne zu öffnen, oder spät, sehr spät nachts, wenn das Ehepaar Putz schlief. Keinesfalls aber, wenn das Barometer, das im Vorzimmer hing, Tiefdruck anzeigte oder Kälte über dem Dache das Heraufsteigen der animalischen Wärme aus dem Souterrain begünstigte. Die Winterwochen durften mithin als problematisch angesehen werden. Anna und Eduard Putz. Jeder Mensch trägt seine Intelligenz ins Gesicht geschrieben, und zwar umso deutlicher, je weniger davon vorhanden ist. So auch die Putz.
Hätte sie das leere Gehäuse ihrer Dummheit zumindest mit Erkenntnissen aus den Fortsetzungsromanen in den Zeitungen gefüllt, es hätte dann, wie das vielfach der Fall ist, beim Vis-à-vis der illusionäre Eindruck von Intelligenz und Bildung entstehen können. Die Putz aber war in diesem Punkt durchaus aufrichtig. Da war nichts und sie versuchte es auch gar nicht zu verschleiern. Früh schon hatte sie sich in der inhaltslosen Kavität ihrer Dummheit behaglich eingerichtet, hatte dort ihren Sessel und saß. Dadurch war ihr Gesäß von Jahr zu Jahr merklicher in die Breite gegangen, weit entfernt aber von den wabernden Fetthintern der Adamsgasse. Herzlos mochte einer die Putz als aus dem Leim gegangen bezeichnet, was Herr Putz, der Tischler, zu seinem Gewerbe passend ja auch tat, niemals jedoch ihr gegenüber. Vom Gatten Eduard, einem sanften Mann, der in sich ruhend wie der Leimtopf im wärmenden Wasserbade mit froher Ernsthaftigkeit seinem Tagwerk nachging, unterschied sie die mangelnde Bereitschaft zur Duldsamkeit. Nicht erst neuerdings, sondern immer schon eingepflanzt und gehegt von der Mutter, die Duldsamkeit auch nicht gekannt hatte, aus freilich anderen Gründen. Anders als diese, die vom Gatten, einem Hallo-Tri vernachlässigt, fortwährend Rache an der Welt nehmen zu müssen, meinte, war die Unduldsamkeit der geborenen Sirp gewissermaßen kopiert worden durch das friedvolle Wesen des Mannes, der mit der gleichen Gewissenhaftigkeit, mit der Nut und Feder eines Werkstückes ineinander passte, der Gattin lieferte, was sie schon vor der Hochzeit von ihm bezogen hatte, nun aber als entbehrlich hinstellte, soweit es sie betraf. Ein Mann, mit dem sich nicht streiten ließ, war für die ererbte Neigung der Gattin aufzubegehren und auch ohne triftigen Grund natürlich eine Katastrophe. Nun gab es Ehefrauen zuhauf, die mit ihren Männern auch nicht streiten konnte, weil jeder Ansatz dazu vom Gatten niedergewatscht wurde. Derlei soll auch in Hausmeistereien schon vorgekommen sein. Eduard Putz jedoch erstickte jeden Versuch der Gattin, eine unschöne Auseinandersetzung zu beginnen im Keim, allein durch die Friedfertigkeit, die ihn umhing wie das milchsaure Diät. Wann und warum sie die friedlich-versöhnliche Aura ihres Mannes schließlich übergehabt hatte, muss ungeklärt bleiben. Es mag aber damit zu tun gehabt haben, dass die redlich vorgenommenen Begattungen keinerlei Mutterschaft bewirkten, wofür sie, anderes ist glatterdings undenkbar, natürlich ihm die Schuld gab. Sie hatte ihn satt, mochte man sagen, um es kurz zu machen. Allein, dass bis der Tod euch scheidet, stand einer Lösung des Problems entgegen. Und derart uneins mit sich und der Welt gedieh die ererbte Begabung der Anna Putz für Intrige und handigen Umgang nicht nur mit dem Gatten, sondern auch mit allen anderen. Vor allem, wenn sie an die Grenzen des Begreifens stieß, trat vor die Putz, die Sirp, als diese geboren worden war, nur kleine Inseln verlogen grimassierender Freundlichkeit ragten aus dem Ozean ihres Missmuts, der sie umwogte, wie den Gatten dessen Friedfertigkeit. Die Isse selber zwider, lautete durchwegs die Einschätzung der anderen, mit denen sie beim Kreisler in der Trafik und natürlich auch im Hause zu tun hatte. Tragisch, aber so ist das Leben immer, wie Schopenhauer richtig erkannte, eine missliche Angelegenheit und es muss ein unerklärtes Rätsel bleiben, warum Anna Putz nicht in gnadenlose Bigotterie verfiel. Was den Unterschied zwischen der Putz und dem von ihr so adressierten Herrn Doktor ausmachte, war die an ihr sich simple Tatsache, dass dieser sich seiner insulär auftretenden Dummheit durchaus bewusst war und mit dem Schwert seiner Intelligenz ebenso tapfer wie fortwährend dagegen antrat. Ob erfolgreich oder nicht, war, vor allem im Geschlechtlichen, das bei Männern bekanntlich fest von Dummheit besetzt ist, eine andere Frage. Die Putz hingegen war in Ermangelung einer derartigen Waffe ihrer Dummheit hilflos ausgeliefert, gemildert aber dadurch, dass ihr dies gnädig verborgen blieb. Untermieter. Geübt im Zustand, Untermieter zu sein, hielt unser nicht mehr ganz so junger, gleichwohl aber noch immer eminent begabter Dichter es für schlechterdings undenkbar, dass er, hinter dem Wall der Hauptmieterin hausend, vom Wissensdurst der Putz verschont geblieben wäre. Unterparteien wie Untermieter am Meldezettel hießen und von denen es zurzeit im Hause nur einen, nämlich ihn, gab,
blieben selbstverständlich von der Neugier der Hausmeisterei nicht verschont, waren aber, was mitunter an der Putz nagte, viel schwieriger auszukundschaften, als das bei den regulären Mietern der Fall war, mit denen die Hausmeisterei in einem quasi Amtsverhältnis stand. Nicht nur, weil sie Monat für Monat von Tür zu Tür sich hocharbeitend an einem Tag die Zinszettel verteilte, um dann am anderen Tag den Zins im Bar zu kassieren, sondern weil sie darüber hinaus auch befugt war, auf Meldezetteln für Unterparteien Unterschrift für den Hauseigentümer zu leisten. Weswegen auch auf dem entsprechenden hellblauen Papier rechts unten in spitzem Kurrent deutliche Schrift mit Tinte war gefordert, der Name Anna Putz stand und links jener der quartiergebenden Partei, hier der Faber in runder, moderner Schreibschrift, derer sich auch der Dichter bediente, dessen Unterschrift wegen seiner Unerheblichkeit fürs amtliche Tätigwerden allerdings nicht gefragt war. Es war ihm, dem studierten Psychologen und erfahrenen Untermieter, völlig klar, dass die Gefechtslinie der Putz am Geschlechtlichen entlang lief. Sein vorläufig noch in sich geschlossen und ruhender Lebenskreis war jedoch, so dachte er, von Putzscher Neugier allenfalls tangential berührt, denn er fühlte sich in seinem blauen Zimmer mönchisch werkend, moralisch unangreifbar. Dies mochte er, sieht man von den einsamen Anfechtungen und dem nächtlichen Pirschen in Kaffeehäusern ab, hier im Hause auch sein. Aber, und damit, dass die Putz solche Gedankengänge entwickeln könnte, rechnete er nicht. Keine Damenbesuche zu haben, bedeutete ja keineswegs notwendig hochmoralischen Verzicht auf alles Geschlechtliche und nährte solcher den Verdacht, der betreffs Frauen allzu enthaltsame müsse vom anderen Ufer sein, wie feinere Leute das nannten, oder einfach awarmer, wie es volkstümlich und so auch bei der Putz hieß. Dass es Männer gab, die sowohl mit Damen als auch mit Herren sündigten, war der Putz von fern bekannt. Weil sie aber, anders als er, nicht wusste, was der Philosoph Weininger entdeckt zu haben meinte, dass nämlich männlich und weiblich in unterschiedlichen Anteilen in jedem Menschen vorhanden waren, gemischten, faschierten, ähnlich in dem Rind und Schwein höchst unterschiedlich, aber auch eben halb und halb in sein konnten, weil sie also in Unkenntnis dieser versöhnlichen Erkenntnis lebte, hielt sie solche Leute für nicht weniger verachtenswert. Die erste Begegnung der Anna Putz mit dem Manne, von dem sie durch den Meldezettel wusste, dass er Schriftsteller war, fiel enttäuschend für sie aus. Sie hatte sich unter einem Schriftsteller keine derart unscheinbare Figur undeutlich abschätzbaren Alters erwartet. Ebenfalls vom Meldeformular wusste sie, dass er 34 war, doch stimmten ihrer Ansicht nach amtliches Alter und Aussehen nicht überein. Ferner war ihr bekannt, dass er Doktor war, Schriftsteller, konfessionslos, verheiratet, die Gattin aber separat gemeldet. Sie hatte auch dies, den Meldezettel entnehmen können, den die Farbe ihr ausgefüllt, deutliche Schrift mit Tinte, zur ersatzweisen Unterschrift des Hauseigentümers vorgelegt hatte. Wie bei kaum gebildeten Leuten häufig zu beobachten, hatte auch die Putz zwar gewisse Mühe gedruckt oder mit der Hand schriftlich Niedergelegtes zu erfassen. Dort aber, wo ad notam nehmen von Inhalten gefragt war, die sie nichts angingen, war die Putz von durchaus beneidenswerter Geschicklichkeit. So musste sie auch jenen tadelnden Zusatz des Beamten aufgeschnappt haben, wonach der zu Meldende es versäumt hatte, dem Amte einen Aufenthalt in der Provinz zu bekennen. Mit der Wesensart von hausmeisternden Kreaturen besten bewandert, ahnte er, dass die Putz ihre Neugier als eine professionelle deuten würde, um, sollte die Polizei auftauchen, ausführlich Auskunft geben zu können. Kurzum, so fasste er für sich zusammen, die Putz verfügte, was ihn, den Untermieter der Faber, betraf, zwar nur über rudimentäres Wissen, was sie aber nicht daran hindern würde, wie denn auch nicht bei ihrem Naturell, deutend und deutelnd Schlüsse daraus zu ziehen, um, was ihr überhaupt nicht zustand, diese dann auch noch moralisch zu bewerten. Schriftsteller, wenn auch sesshaft, und sei es auch nur in Untermiete, zählten für sie gewiss dennoch zum fahrenden Volk, zigeunerisch umherziehend, siehe Meldezettel, und waren daher mit Vorsicht zu genießen. Dazu noch ein dem Amte zunächst verschwiegener Aufenthalt in der Provinz. Ahnungslos,
dass dies eine Art Hochzeitsreise gewesen war oder kurz wie sie war, wenigstens eine hätte sein sollen, schloss sie aus dem separat gemeldet sein der Gattin, dass der Doktor sich allein in ländlichen Gegenden aufgehalten habe und fragte sich nun, wozu. Denn dies hatte der gewissenhafte Beamte nicht erkundet und deshalb auch nicht in seiner spitzen Schrift am Amtspapier notiert. Hochzeitsreise hätte dort stehen können, was aber den Separatvermerk im Feld Gattin, auch Mädchennamen, noch sonderbarer hätte erscheinen lassen oder auch Aufenthalt im Elternhaus, da wie dort, was übrigens schwer zu beweisen gewesen wäre, denn was die An- und Abwesenheit von Familienmitgliedern und Gästen im Sommerhof anging, nahmen es die Herrschaften nicht so genau und am Gemeindeamt ließ man sich's, weil es eben Herrschaften waren, auch gefallen. All das blieb jedoch für die Putz in jenem Halbdunkel, in dem sich besonders leicht Gespenster sehen lassen. Mithin war ihre Einbildungskraft gefragt, deren Wucherungen zu sezieren er aber keine Lust hatte. Selbstverständlich hatte er am Meldeamt klüglich unterlassen, darauf hinzuweisen, dass es unerheblich war, wo und warum er in der Provinz geweilt hatte. Aber offenbar wollte der Beamte das auch gar nicht wissen, zumal der Raum in der Abteilung, wenn zugereist, mit dem bekannten tadelnden Vermerk bereits aufgebraucht war und irgendwelche Appendizes am Meldeformular anzubringen, sah die entsprechende Verordnung nicht vor. Das stetig Lauernde, das ihm schon bald nach seinem Einzug an der Putz aufgefallen war, hatte er bisher als bedeutungslos für sich erachtet, mochte sie ihn beäugen, wenn er die letzten Stufen herabkam, die zum Haustür führten, und sie durch die offene Tür der Hausmeisterei einen Tag Herr Doktor süßelte, mochte sie auch, sobald er auf den Gehsteig getreten war, ebenfalls aus dem Haus treten, vorgeblich der Messingtürschnalle zu neuem Glanz verhelfend, tatsächlich aber nur, um zu sehen, ob er von jemandem erwartet oder abgeholt wurde, ob er ein Automobil bestieg und wenn nicht, in welche Richtung er davonschritt. Von all dem, Hausmeistern vermutlich per Spezies eigen, fühlte er sich nicht betroffen. Es tangiere ihn nicht, bildete er sich ein, und was auch immer die Putz aus ihren Beobachtungen stricken und an andere weitergeben würde, beim Kreisler Loiskantl etwa, tangiere ihn ebenfalls nicht, weil ihm die Leute, mit denen die Putz sich austauschte, wurscht war. Dass die Putz strickte, nicht mit Nadeln und Wolle, denn was hätte sie Kinder und Enkel los stricken soll, war ihm klar. Wer, wenn nicht er, der Schriftsteller, der auf seine Art, wenn auch auf höherem Niveau, ebenfalls Geschichten strickte, wenngleich er es nicht so genannt wissen wollte. Wer also kannte die Mechanismen besser, wie aus oft recht flüchtigen Beobachtungen, aus da oder dort aufgeschnappten Teilchen eines Gesprächs und der notwendig peripheren Wahrnehmung an und für sich bedeutungsloser Vorgänge, wie aus all dem Konkretes sich entwickeln konnte, vorausgesetzt einer billigte dem Geschriebenen diese Art Wirklichkeit zu. So auch die Produkte der Putzschen Strickerei. Ging der Herr Doktor fort nach links zur Zehenthofgasse hin und in diese abermals nach links einbiegend und kehrte er wenig später mit Säcken in jeder Hand wieder, so war er, alle sonstigen Vermutungen enttäuschend, beim Kohlenhändler gewesen. An derlei Tatsachen orientierte Hergänge, die sich deutender Ausschmückung geradezu brutal widersetzten, interessierten die Putz wenig. Allenfalls fertigte sie zwei glatt, zwei verkehrt aus der Frequenz dieser Gänge die Heizgewohnheiten des Faberschen Untermieters, gekoppelt mit der Frage, ob er sich denn das auch leisten konnte. Mehr aber nicht. Unvergleichlich fesselnder waren für die Putz, die nicht einmal die Fortsetzung von Romane der Zeitungen las, jene Gänge des Herrn Doktor, die nicht so einfach zu deuten waren wie jene um Kohle und Holz oder in die Trafik der Frau Heber am Saarplatz, von wo er, an der Zeitung in seiner Manteltasche leicht erkennbar, ebenfalls stets rasch zurückkehrte. Dass er, wenn sein Wiedereintritt ins Haus sich verzögerte, in der Delikatessenhandlung des Herrn Lambert einkaufte, wusste sie vom Kreisler Loiskantl, der gerne auch über Leute redete, die seinen Laden nicht frequentierten, und zwar mit entsprechend verächtlicher Einschätzung dieser Kreatur. Verließ der Herr Doktor jedoch das Haus zur Tramway hin, also die ganze Pfarrwiesengasse hinan zur Grinzinger Allee, wo der 38er eine Station hatte, bildeten sich im leeren Gehäuse ihrer Unwissenheit Blähungen gleich bizarre Vermutungen,
Dieser Mann, wenn sie ihn damit belästigte, gelassen mit jenem Wort bezeichnete, das der Wiener für derlei allemal gerne in den Mund nimmt. Er nannte die Schlussfolgerungen der Gattin respektlos an Schaß, was das Verhältnis der Eheleute zueinander zu bessern nicht imstande war. Hätte sie können, wie sie gerne wollte, sie wäre dem Herrn Doktor ohne zu zögern gelegentlich auch nachgegangen, aber Hausmeisterin zu sein bedeutete eben auch geradezu schicksalshaft Anwesenheitspflicht, sodass eine aushäusige Bespitzelung nicht nur des suspekten Untermieters der Faber, sondern auch der anderen Parteien, der Gediegenen vor allem, unterbleiben musste. Gutwillig hätte man das Denken der Putz einfach schlicht nennen können. Nun war die Putz ja nicht die einzige, die behaglich im Hohlraum ihrer Dummheit festsaß. Derlei Existenzen sind zahllos und nur wenigen gelingt es durch übermenschliche Anstrengungen, sich daraus zu befreien. Aber wer tut sich eine solche Plage schon gerne an, wenn es doch auch bequem geht? Dem Dummen ist seine Dummheit ja keineswegs Hölle, ja nicht einmal ein Purgatorium, aus dem er sich in intellektuelle Höhen hinaufschmoren könnte, sondern ein Paradies, ganz ohne reinigende Umwege, weil er oder sie anderes nicht kennt. Und wo die Dummheit nicht missionarisch auftritt und jene, die es besser wissen, nicht in ihr Paradies holen will, ist letztlich dagegen wenig einzuwenden. Zum Übel freilich gerät es, wenn sich zur Dummheit eines Individuums, eben etwa der Putz, charakterliche Schwächen wie Neid, Tücke und Verlogenheit gesellen. Gleich viel, aus welchen Quellen diese üblen Neigungen geflossen sein mögen. Wobei jene, die meinen, es besser zu wissen, immer auch bedenken sollten, dass Dummheit keineswegs nur allumfassend, also eine Person gänzlich einhausend auftritt, wie das freilich bei der Putz der Fall war, sondern kleine Territorien von Dummheit, wie schon erwähnt, auch im darüber erhaben sich dünkenden Vorkommen. Nun mag man universell dumme Menschen als schlicht bezeichnen, was zugleich deren vermeintliche Harmlosigkeit nahelegt. Unter anderen Umständen jedoch, politischen vorzugsweise, kann die stillste, selbstzufriedene Dummheit einem warum auch immer erwachten Drachen gleich zu entsetzlicher Wirkung ausarten. In diesem Punkte war die Putz freilich kein schlafender Drache. Proben ihrer Missgunst, Tücke und Verlogenheit gab es vielfach und wer, anders als der Herr Doktor, schon länger mit ihr zu tun gehabt hatte, war sich dessen bewusst und dementsprechend auf der Hut. Ein toller Text. Ich darf meine Frage von vorhin noch einmal wiederholen. Wie wird man eine Dodererfigur? Doch meint diese Frage diesmal etwas ganz anderes, nämlich, wie ist Ihnen der Autor Hermine von Doderer zur Figur geworden? Das heißt, sein Name bleibt ja in dem ganzen Text ungenannt. Doch ist es, wenn man sich ein wenig mit dem Werk Doderers auskennt, eigentlich ganz klar, wer einem da als Figur entgegentritt. Also konkret, wie kam es dazu, dass Sie sich Hermine von Doderer als Figur ausgesucht haben? Beim Lesen der Tagebücher der Zwischenkriegszeit, vor allem des ersten Bandes, habe ich entdeckt, dass Doderer in der Pfarrwiesengasse 13 gewohnt hat, vom Herbst 30 bis zum Frühjahr 31. Und ich bin später, 1944, geboren worden im Nachbarhaus. Das heißt, Doderer ist so geistig irgendwie ein Nachbar geworden. Und ich habe dann unter dem Aspekt begonnen, die Tagebücher ganz konsequent durchzuarbeiten und vor allem unter dem Gesichtspunkt auf seine Bisexualität fixiert, die ja in Sibirien im Lager kein Problem war, aber zurückgekehrt dann in der rechtlichen Lage, die geherrscht hat, ein Problem. Und die er auch persönlich aus der Erziehung wurzelnd wahrscheinlich unterdrückt hat, aber ihr nicht ganz entkommen konnte. Und aus dieser Situation in der Untermiete, bespitzelt von der Hausmeisterin und mit einem amorösen Erlebnis in einem Gasthof, habe ich dann die Geschichte entwickelt, von der ich aber nicht mehr verraten will. Die Leser, früher oder später, sollen ja auch noch was davon haben, von dieser ganzen Geschichte. Ich würde gern zwei Fragen anschließen. Die erste ist, Sie haben die Tagebücher erwähnt. Mir ist jetzt aufgefallen, als ich die Passagen gelesen habe,
dass da sicherlich auch Zitate, glaube ich, aber mit Sicherheit Anspielungen auf bestimmte Tagebuchtexte vorhanden sind, aber auch solche aus dem Werk. Das ist mir aufgefallen. Wie haben Sie da gearbeitet? Denn es ist ganz klar, es ist ja nicht alles aus Doderer herausgezogen und dann neu zusammengesetzt. Sie haben auch sehr viel sozusagen passend dazu ergänzt und das Ganze aneinander angeglichen. Wie haben Sie so gearbeitet? Wie muss man sich das vorstellen? Die Passagen, was den Sommerhof heißt er bei mir, Regelhof ist es im Original, was die Passagen betrifft, habe ich mich in der Strudelhofstiege bedient, was die Atmosphäre anlangt und vor allem, was er über seine Kindheit, ob das jetzt in den Tagebüchern ist oder im Buch, weiß ich nicht genau, über seine Kindheit erzählt und über das intensive Naturerleben. Es war ja nicht alles immer nur Spinatgrün, wie er dann auch einmal geschrieben hat. Und aus dem habe ich halt seine Kindheit rekonstruiert oder neu konstruiert. Hundertprozentig ist er es ja sowieso nicht, aber er könnte es durchaus sein. Ich sage immer, er ist ungefähr so der Marcel aus der Recherche von Proust, der ja auch nicht Proust selbst ist, sondern eine Figur, die als Ich-Figur auftritt. Und das Ambiente in der Pfarrwiesengasse war mir aus meiner Kindheit natürlich bestens vertraut. Ich kannte sogar Leute, die in dem Text vorkommen, die Milchfrau und der Dr. Zetzerle, der da Dedele heißt, die ich dann noch in meiner Kindheit gekannt habe, die gemeinsam dort gewohnt haben, als Doderer dort gewohnt hat. Daher war es mir leicht, die Atmosphäre einzufangen. Er hat die Natur sehr geliebt. Es war so der Gegenpol zur Stammgasse, die er nicht wirklich sehr geschätzt hat. Irgendwo in den Tagebüchern gibt es eine Stelle, wo er sagt, und man kommt hin und sie sitzen dann wie in einer Gruft beim Kaffee. Also, und vor allem die Problematik mit dem Vater, der mit der Berufswahl nicht einverstanden war. Und so ist das dann langsam auf ein bisschen über 100 Seiten gewachsen. Ja, der Sohn war zweifellos nicht unbedingt der geschäftstüchtige Erbe, den sich der geschäftstüchtige Vater gewünscht hat, das kann man schon sagen. Aber ich finde insbesondere auch interessant den zweiten Aspekt, den Sie auch in der gelesenen Passage erwähnt haben, Doderers Bisexualität. Was war für Sie der besondere Reiz, da anzusetzen? Also in der gelesenen Passage wird es ja nur angedeutet. Sie haben jetzt auch schon gesagt, dass im übrigen Roman das eine tragende Rolle spielen wird. Sie sollen jetzt auch nicht zu viel verraten, ganz gewiss nicht. Aber was war für Sie der Reiz, das zum Thema zu machen? Der Reiz, das zum Thema zu machen, war unter anderem, dass es von der Doderer Gemeinde, von seinen fast militanten Anhängern in vorgerücktem Alter ja brüsk beiseite geschoben wird. Das gibt es nicht, den Aspekt. Doderer war zu den Frauen sehr übel, das ist bekannt, er hat sie ausgenützt. Er hat auch selbst ein sehr ambivalentes Verhältnis gehabt, vor allem die ganzen sadistischen Anwandlungen, die er da hatte, die ja an sich ein erotisches Vis-à-vis ausschließen. Es ist eine durchaus egoistische Angelegenheit und da passt eben auch Homoerotik hinein. Und aus der Überlegung, dass das gerne überall so unter den Teppich gekehrt wird, Fleischer hat es zwar erwähnt, dann die Dame, die geschrieben hat über seinen Antisemitismus, die hat es auch erwähnt in einem kurzen Kapitel, aber insgesamt will man das eigentlich von ihm nicht wissen. Daher habe ich auch bewusst den Namen weggelassen, aber er könnte es sein, er muss es aber nicht sein. Und dass ich mich bei ihm, bei seiner Schreibweise und bei seiner Denkweise zum Teil bedient habe, finde ich, ist legitim. Sie gehen also einer Möglichkeit nach? Ich gehe einer Möglichkeit nach, ja. Das ist interessant und das führt mich eigentlich zur letzten Frage. Was planen Sie als nächstes? Das mit der Möglichkeit habe ich mit Musil gemeinsam. Und als nächstes, ich arbeite im Augenblick an einem Roman über einen spektakulären Kriminalfall im Jahr 32, bei dem in Heiligenstadt gegenüber vom Karl-Marx-Hof, da wo der Fußballplatz ist von der Vienna, ein 10-jähriger Bub ermordet aufgefunden wurde und es hat sofort geheißen, es war ein homosexueller Triebtäter am Werk und es hat eine maßlose Hetze
gegen alle Homosexuellen in Wien begonnen, Razzien noch und noch. Man hat damals die Obduktion so lange hinausgezögert, bei der sich dann herausgestellt, dass der Bub keineswegs missbraucht wurde, sondern einfach Durchfall gehabt hat und daher entkleidet war. Mhm. Und außerdem interessiert mich dort diese Diskrepanz zwischen dem Karl-Marx-Hof unten und über dem Fußballplatz hinauf, die Villen der ganz, ganz reichen Leute, der Industriellen. Und nachdem ich das in der Gegend ist, wo ich aufgewachsen bin, und bei meiner Großtante Amalia, die Malitan, viel spazieren gegangen wurde als Kind. Ich wurde spazieren gegangen, das ist wichtig. Und so hat sich das als Kulisse ganz gut eingeprägt. Sie bleiben also in gewisser Weise in der Gegend? Ich bleibe in der Gegend, da kenne ich mich am besten aus. Ein bisschen auch beim Thema. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview und damit. Ich danke für die Einladung.